IV ist stark. Sehr stark. Und das hat man in dieser Folge besonders gesehen. Aber was war das für eine Folge, Bruder? Jetzt mal, ja, willkommen zu meiner Review, zu Blue Lock, Folge 9. Heute ist es nun halt richtig so weit, wo man so gesehen eine Folge bekommt, die, by the way, besser als die letzte Folge war. Also von Produktion her, ne, jetzt nicht erstklassig, aber viel besser und angenehmer anzuschauen. Und man muss auf jeden Fall sagen, es war einfach spannend. Es war einfach spannend, Leute. In dieser Folge war es nämlich so, dass Izagi am Anfang erstmal analysiert hat, wie Nagis Annahme war, genauso wie sein Schuss. Und er macht einfach nur noch klar, dass er so etwas niemals hinbekommen würde. Und jeder andere aus dem Team Z ist und bleibt einfach nur noch bei sowas erstaunt, weil die das genauso nicht hinbekommen würden. Dennoch machen die weiter. Kunigami hat hier den Ball. Dennoch kommt Reo, um ihn aufzuhalten, was einfach keine Schwierigkeit für ihn ist. Und Reo läuft nach vorne, macht aber wieder das gleiche wie letzte Woche. Er schießt erneut von so weit hinten zu Nagi. Nun, Nagi springt diesmal nicht, wie die anderen irgendwie erwartet haben. Diesmal nahm er den Ball einfach von unten chillig an und, naja, er hält den kurz hoch und pfeffert diesen Ball einfach mit einem Fallrückzieher ins Tor. 2-0 für Team V. Das ist einfach so eine Maschine, Digga. Aber auch wenn beinahe wieder ein Streit bei ausgebrochen ist in Team Z, so macht Izagi klar, dass sie noch gewisse Möglichkeiten bereithalten. Dennoch konnte Tsurugi mit der Schnelligkeit von Shigiri leider gut mithalten. Naja, der war viel schneller. Schießt den Ball nach vorne zu Reo. Tsurugi kommt auch wieder nach vorne. Dann sagte Reo etwas, dass das die Zone von Tsurugi sei. Die Zone, wo er immer schießt, wo sein Moment ist. Versteht ihr? Und dieser visiert dann einfach mal dieses Tor präzise an. Mit seinem Punkt genau schießt den Ball und da ist aktuell das nächste Tor. 3-0 für Team V. Das ist einfach gerade nicht normal, Digga. 3-0. Das ist alles einfach unglaublich. Die Stimmung bei Team Z ist auch sehr weit unten. Also das muss man ja immer so klar ansprechen. Die haben alle gar kein Gefühl mehr so richtig weiterzumachen. Gefühlt haben die das Spiel schon aufgegeben. Nur endlich macht Bachira richtig mit. Der Typ hat als einziger noch nicht aufgegeben und will weitermachen. Und meint zu Izagi, dass die nur gut sind, weil die außergewöhnliche Tore schießen. Und Bachira will das jetzt auch machen. Er passt den Ball zu Izagi. Dieser soll zu Bachira zurückpassen. Und Bachira sprach wieder von sein Monster, das ihn was sagen will. Also, der sagte wohl, dass man weitermachen soll. In irgendeiner Art und Weise, auf jeden Fall. Aber Bachira steht vor Reo und will hier dribbeln. Was auch gut geklappt hat zum Ende. Um Reo zu täuschen, dreht sich Bachira und kommt dessen auch noch durch. Ganz einfach. Was komplett im Anime ein bisschen scheiße aussah, muss ich mal kurz sagen. Aber danach sah es irgendwie doch besser aus. Also, diesmal steht hier Tsurugi vor ihm und Bachira weiß, dass er mit Schnelligkeit nicht wirklich mithalten kann. Aber er will einen Zweikampf. Hier muss man sagen, im Anime war das wiederum ein bisschen besser gemacht. Man konnte es halt doch noch wiederum erkennen, was er getan hat und was er auch gemacht hat. Man kann es halt einfach so sagen, mit dem Außenriss konnte Bachira den Ball irgendwie von rechts aus durchkommen. Und dann nimmt Bachira auf Alleingang weitere auseinander, geht Richtung gegnerisches Tor und der Torwart kommt raus. Bachira lupft den Ball einfach sehr cool über den Torwart und der geht locker rein. Damit steht es nun 3-1. Bachira, Leute, ist anders. Der ist ganz anders, okay? Und damit hat er die ganze Mannschaft wieder ins Spiel geholt. Ganz normal wieder aufgepäppelt und die haben wieder Bock. Und es ist bestimmt das, was Ego meinte, dass man seine Waffe einsetzen soll und diese verbessern muss. Im Beispiel bei Bachira ist seine Waffe das Dribbling und er verbessert es. Er hat sich sogar hier bewusst selbst verbessert. Er hat sogar selber gemerkt, dass er sich verbessert hat, dass er Dinge versucht hat, die er sogar geschafft hat. Spiel geht nun weiter und jetzt ist sogar die Abwehr von Team Z etwas stärker. Jingo ist da, um Reo aufzuhalten und tatsächlich ist er sehr hartnäckig. Reo passt zum Beispiel zu Tsurugi, wobei Shigiri dazukopft und ihn zeigen will, dass er besser ist. Ganz einfach gesagt, Tsurugi wollte den Ball flanken, doch Shigiri konnte ihn noch super kurz berühren, wobei der Ball nicht richtig angekommen ist, wo er ihn halt gezielt hat, sondern ist ein bisschen abgekommen. Dennoch bekommt Nagi den Ball und will ihn dessen reinschießen. Nur hier konnte man sagen, dass auch dieser Typ mal eigentlich was gemacht hat. Igarashi hält einfach seinen Kopf hin und konnte so den Schuss aufhalten. Und Alter, jetzt wird es anders krass. Bachira hat den Ball nun angenommen und er redet hier mit Reo und macht ihm klar, dass das eben wirklich Glück war, was er geschafft hat. Er sagt nun, dass die ganze Mannschaft jetzt wieder mitmacht und passt den Ball diesmal zu Kunigami. Der plant mit seiner Waffe, was ja das Schießen richtig ist, also starke Schüsse sind halt wirklich seine krass Waffen, dass er hier nämlich vor 28 Meter
treffen wird. Und er will hier von 28 Meter treffen, wird aber bewusst erstmal aufgehalten und überlegt, wie er seine Waffe weiterentwickeln könnte, was er besser machen könnte, wie er das irgendwie doch schaffen könnte, ob er es ein bisschen anders hinkriegt. Soll er lieber aus dieser Situation, wo er jetzt drin ist, wo die Leute jetzt auf ihn aufhalten wollen, soll er jetzt dribbeln, soll er passen? Nee, da ist nichts, was ihn irgendwie entscheiden könnte. Die Zeit läuft und was passiert? Izagi schreit raus, dass Kunigami es nur versuchen soll. Er soll sich trauen, da er ja meinte, er will ein Superheld sein. Er soll einfach durchziehen. Und Kunigami zeigt Mut und will von über 28 Meter, was wahrscheinlich sogar 40 Meter war, kann man so genau nicht sagen, diesen Ball verwandeln. Und dieser Schuss ist so stark, dass sogar der Torwart dachte, den könnte er mit den Fäusten einfach mal so abprallen lassen. Dann änderte sich irgendwie kurz so diese Flugbahn und der Ball ging einfach ins Tor. Was war da los, Digga? Es war, das ist so eine Art Captain Tsubasa-Schuss gewesen. Ohne Scheiß, Junge. Das war so ein Captain Tsubasa-Schuss. Es war ein geiles Tor. Das muss man wirklich sagen. Holy shit. Es steht jetzt gerade 3:2. Aktuell kann man sagen, ist jetzt Halbzeit. Bachira und Kunigami haben sich im Spiel wirklich, wirklich verbessert, muss ich sagen. Jetzt fehlt aber an sich nur noch einer, der was zeigen muss eigentlich. Aber auch Team V will wirklich gewinnen. Ryo ist gerade angepisst. Das merkt man. Der Typ hat keinen Bock mehr. Der will das hier gewinnen. Will nicht verlieren. Ich sag mal so, ne, ohne viel zu quasseln oder sonst irgendwie, das Spiel geht jetzt richtig weiter. Und Team Z hat den Ball, passt sich ganz gut hin und her. Bachira schickt Beispiel einen sehr schönen Ball zu Gin nach vorne und der beinahe ein wirklich schönes akrobatisches Tor gemacht hätte, aber Tsurugi hat diesen Ball noch aufgehalten, was sehr, sehr knapp war, muss man auch sagen. Diese Aufstellung ist jetzt etwas anders bei Team V, denn Tsurugi ist jetzt ab sofort hinten, nicht mehr, ich glaube, in der Mittelfeld oder vorne, keine Ahnung, wie das so war. Und das könnte die Lage etwas erschweren, das ist aber noch so eine ganz andere Sache. Dennoch, Izagi hat jetzt nun den Ball aktuell, nur der Typ ist in Gedanken, weil er ebenfalls das Gleiche erreichen will. Er will gucken, was er schaffen kann, was er irgendwie ebenfalls wie Kunigami oder Bachira hinbekommt, weil er was finden will, was er machen könnte. Weil wie gesagt, er will auch seine Waffe in einer anderen Art und Weise weiterentwickeln, aber er hat keine Ahnung wie. Dennoch verliert er deswegen den Ball, weil er in Gedanken ist. Und anschließend wird er von Nagi krass gemobbt und Nagi sagt zu ihm, dass er den Ball hätte einfach mal schießen sollen und nicht so viel Zeit verschwenden hätte sollen. Und ich sag mal so, Izagi schnauzt den einfach so eiskalt an, einfach, obwohl Nagi das gar nicht mal so arrogant und böse meinte. Das ist ja sein Charakter so. Das war einfach so geil. Aber auch Ego findet dieses Spiel sehr, sehr interessant und redet hier, dass die Spieler endlich erwachen sollen. Und hier versucht Ego mit Anri dieses Erwachen, was er meinte, zu erklären. Ganz einfach, der redet hier von etwas Übernatürliches, das eigentlich nicht existiert. Also Fähigkeiten, so in Nazuma 11-like, versteht ihr so, im großen Ganzen. Die sich wie so eine Art Puzzlestücken zu zeigen und langsam zusammentun. Naja, so halbwegs hat er das gemeint. Aber auch das Erwachen, was auch zeigt, dass man sich selber besser kennengelernt hat. So sich selber weiß, wer man ist, was man wirklich ist. Und das ist halt so eine große Ganze. Ihr wisst, dass halt eben Ego so Sachen komisch erklärt, das mit der Puzzle. Das wird alles noch logischer. Das wird alles wahrscheinlich noch logischer. Nur die Situation wird jetzt für beide Seiten immer stressiger. Ryo wird hier richtig von Jingo aufgehalten. Also der kommt da nicht durch. Denn die wissen auch, dass Ryo seine Bälle immer zu Nagi passt. Nur, der wird halt richtig gedeckt. Und das ist halt so ein Ding, was ja wirklich ein Problem von Ryo und Nagi ist, weil die das immer wiederholen. Und jetzt haben die wahrscheinlich damit gar nicht gerechnet, dass sie das irgendwie aufhalten können. Was echt total offensichtlich war eigentlich, aber ist okay. Nur Jingo provoziert Ryo sehr stark. Sogar so stark, dass Ryo ihn eine verpasst und bekommt dafür sogar die gelbe Karte. Und Team Z hat einen Freistoß dessen bekommen. Der passt diesen Ball auch direkt zu Chigiri, okay? Und vor ihm ist direkt Tsurugi. Diese beiden, die wirklich in Schnelligkeit zusammen aufgleichen, stehen nun vor sich. Und hier wird es nicht langweilig. Auch Shigiri zeigte seine Entwicklung bzw. Verbesserung. Ich meine, die beiden hatten hier ein Sprintduell bekommen. Und Shigiri läuft eine lange Strecke von 50 Meter in unter 6 Sekunden. Das ist krass. Shigiri war natürlich schneller als Tsurugi und bekam den Ball wieder erneut zu sich, ging weiter, dribbelt ein bisschen die anderen Spieler, die hinten sind, aus, was wahrscheinlich 3 oder 2 Spieler waren, und Digga, der hat diesen Ball erneut ins Tor geschossen. Leute, Ausgleich, es steht aktuell 3:3 und Ego meinte noch, es sind noch 30 Minuten zu spielen. Dieses Spiel hält noch so einiges auf und es ist einfach ein geiles Spiel. Damit endet
Folge 9 von Blue Lock. Also, wir haben jetzt aktuell wirklich ein sehr geiles Spiel bekommen, wo man erstmal mit rechnen hätte müssen, dass Team Z echt 3 Tore aufholt. Die standen 3 Tore zurück und haben einfach mal 3 weitere geschossen, um auszugleichen. Sowas ist unfassbar, okay? Bachira hat genau diesen Moment hervorgerufen und hat einfach wie so ein Magier es irgendwie hinbekommen, dass die Mannschaft irgendwie die Motivation bekommt. Dieser Typ ist einfach krass. Das hätten die alle in die letzten Zeit einfach machen können und erst jetzt kriegen die das alles gebacken. So viele Tore. Das ist einfach nur richtig geil, Digga. Ich kann halt nur sagen, nächste Woche können wir uns auf was richtig Gigantisches abwarten, weil, Leute, ihr müsst vorstellen, 3:3. Natürlich wird jetzt der Reo keinen Bock mehr haben, irgend so ein Spielchen zu spielen und Nagi wird vielleicht auch ein bisschen aus sich rauskommen, weil auch er wird irgendwann vielleicht mal die Lust bekommen, vielleicht doch noch ein bisschen mehr Spaß zu haben. Mal gucken, wie das so endet nächste Woche, aber mal sehen, was Izagi so machen wird. Mal sehen, ob Izagi überhaupt was hier erreichen wird. Aber da bin ich mir ziemlich bewusst, weil der Typ hat Hunger, der will ein Tor schießen, er will etwas erreichen und das kann gut passieren. Leute, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare, was sagt ihr zu dieser geilen Blue Lock Folge? Also mal im Ernst, es ist halt allgemein animationsmäßig immer noch so eine Sache für sich, war aber diese Woche wirklich in Ordnung. Das kann ich hier tatsächlich sagen, weil letzte Woche war einfach das mit Baro voll ekelhaft, also war ein Problem für mich. Aber heute, muss man sagen, ging's klar, hoffentlich nächste Woche auch ein bisschen besser, aber kann man genau weiterzumachen. Leute, einfach eure Meinung in die Kommentare, es würde mich sehr interessieren und wenn euch auch diese Review gefallen hat, dann würde es mich natürlich nochmal sehr freuen, wenn du dies mit einem Daumen nach oben bewerten würdest. Hier rechts habe ich nochmal 2 Videos für dich und der Links kannst du mal gerne ein Abo da lassen.